Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem gleich hier aus dem wunderschönen Rom. Ja, hier Piazza Venezia im Hintergrund. Guck dir da, ist das nicht wunderschöne Bella Italia? Oh, wunder, 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 wunderschön. So. Ich hoffe, dass wir auch heute wunderschöne Karten im Shop haben. Jetzt gucken wir erstmal hier rein, was hier alles so aktuell am Start ist. Als allererstes haben wir. Mythic Quagmire. In Mamas Altmuschigan-Schatulle. Und in 3 Stunden 28. Ach so. Das ist ja gar nicht so. 6 Tage in 3 Stunden ist das Ding wieder weg. Naja, aber Mythic Quagmire ist ganz okay, ist aber jetzt nicht der Ober. Beste Birne. Ganz im Vergleich, oder ganz im Gegensatz zum Dr. Zoidberg, den kriege ich wahrscheinlich jetzt irgendwie echt nicht mehr zusammen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch irgendwo die Gems herbekomme, um es zu versuchen. Mal geguckt, so im Durchschnitt. Kriegt man wohl 12 Fragmente raus aus jedem Pack. Ich hatte mal das Glück mit 15. Bei 12 Fragmenten bräuchte ich sage und schreibe wenigstens 6 Stück. Und 3000 Gems habe ich nicht. Insofern werde ich auf die nächste Gelegenheit warten, um ihn mir dann Safe Core zu holen. Ja, definitiv macht jetzt leider noch keinen Sinn. Vielleicht hole ich mir auch irgendwie zwischendrin die Mythic Hailee, keine Ahnung. Mal schauen, was passiert. So, als nächstes haben wir hier Hank Hill, Running Back. Dann haben wir Mr. Twilley, teuriger Clown und Hank Hill. Eine ziemlich coole Box. Ziemlich cooles Pack. Muss ich echt sagen, allein schon hier auch der Hank Hill Running Back ist auch schon nice, ne? Aber gut, also macht jetzt erstmal für mich noch keinen Sinn. Erst wenn da eine glatte 3 steht mit 3000 Gems, dann werde ich zuschlagen, wenn das nächste Mal das Zoidberg Pack oder die Hailee da ist. Wobei die Hailee weiß ich nicht, wie viele ich da zusammenbekommen werde. Naja, dann haben wir hier den Eugene Belcher. Das ist eine legendäre Karte. Ist ganz nice. 10 Euro würde ich jetzt nicht dafür ausgeben. So, kriegst du auch so zusammen. Dann haben wir hier Gingerbread. Das kann natürlich sein, wenn du jetzt Quad Fusen willst unbedingt und dir fehlt noch einer. Kannst du dir natürlich selbst überlegen, ob du das dann machen möchtest. Gingerbread, Sculptor, Arc Sketch, Mr. Twilley, Ghost Boy, Eugene Belcher und Lois Griffin. Ja. Relativ, ja, die Box ist ganz nice. Ist halt eine Kunstbox, aber. Hier haben wir die Ghost Statue Box. Die ist wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller für euch. Auch wegen Philip J. Fry hier. Und weil es eben ältere Kunstkarten sind, die ihr eventuell schon bereits haben könntet zum Fusen. Und dann sind wir auch schon soweit. Dann sind wir auch schon in den Combo Masteries für heute angelangt. Und da haben wir als allererstes heute hier. Den Teddy's Pigeon. Und ein Teddy's Pigeon ist folgendes. Das ist ein Teddy. Wer hätte das gedacht? Oha. Ein Teddy mit. Hier. Mit Animal Karten. Kommt auf der rechten Seite eine relativ defensive Combo raus. Natürlich schon geil, wenn du hier 13-fach Cripple hast, aber. Das habe ich bei anderen Karten auch. Auch bei normalen legendären Kombos gibt es sowas. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Mythic Teddy dafür, um diese Werte zu erreichen. Also, ich würde auch keine 500 Gems dafür ausgeben. Nope, way, never. So. Weg da, weg, weg, weg. So.
Dann haben wir hier Rich Haley als nächstes. Und der Rich Haley ist das hier. Das ist eine Haley mit Geldkarten, aber auch nicht besonders toll. Also dafür, dass es bei Haley schon eigentlich echt nice Kombos gibt, dafür ist das hier nicht wirklich toll. Also gleich wieder weg mit dem Rich Haley. Dafür 500 Gems auszugeben, ist der Hohn. Aber here it is. The Spectacular. The Fantastic. One of the strongest combos in this game. I love this combo. This combo is a killer man. This combo is a killer man. Das Problem ist, ich habe bereits zwei Kronen drauf. Und ich habe mal geguckt, um eine dritte Krone zu bekommen, brauchst du 10 von den Dingern. Und das ist schon ganz schön teuer, muss ich sagen. 10 Stück tun weh. Gell? So. Aber ich zeige euch jetzt, warum ich so begeistert bin von dieser Combo. Die ist echt. So, wir haben Peter. Auch wieder mit Fighter-Karten. Ja, und da kommt da auf der rechten Seite was raus. Motivieren mit Punch und mit Bombe. Und das Ding ist halt echt der absolute Overkill, Leute. Overkill, sage ich. Overkill. So. Und da schaut hier 14-fach motivieren da unten. Dieser mythischen Version. Mythic. 25 Punch. 19er Bombe. 23 Angriff. 74 Leben. So, ich maxe jetzt mal hier die normale legendäre Version und schauen wir mal, wie das da aussieht. So, maxed out. This is maxed out, man. This is maxed out. So, und auch hier haben wir, wie ihr sehen könnt, 22 Punch, 19, 22, 22. Brian, the Home Invader, ist hier, nein, mit Stop Hitting Yourself, oh mein Gott, hier mit That's My Parfait, ist mit am stärksten. That's My Parfait, schauen wir uns das Ding mal an hier, That's My Parfait, 12-fach motivieren, 23-fach Punch, 18er Bombe, 26 Angriff. Ja, hat ein bisschen wenig Leben jetzt hier in dieser Situation, aber ihr müsst jetzt eins bedenken, motivieren und Bombe gehen nach rechts und links. Das heißt also, ihr greift quasi zwei benachbarte gegnerische Karten an. So, und das gleich doppelt bedeutet, also, du machst 30 Schaden nach links, du machst 30 Schaden nach rechts. So, 30. Ballerst nach vorne 26 Schaden und ballerst noch mit Punch 23. Ja? Das heißt, du hast alleine mit dieser einen Karte machst du in der Regel 30, 60, 86 und 109 Schaden. Uah! Verteilt auf drei Karten. Das ist crazy. Das ist crazy, crazy, crazy. Und ich liebe diese Karte dafür. Und da ich dann doch. Ja, ein paar Peters im Deck habe und ein paar Fighter-Karten, kann ich die sogar teilweise manchmal zweimal spielen. Und wenn da zwei Chicken Fight nebeneinander sind, dann hast du ein absolutes Monster da am Start. Geil, 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 geil. Ja, Leute, also ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Das ist eine Wahnsinns-Kombo, eine Wahnsinns-Kombo. Hier Peter mit Fighter-Karten. Ich muss, ja, ich weiß nicht, was soll ich machen. Ich warte einfach jetzt mal auf die nächste geile Combo, weil zwei Kronen habe ich ja bereits. Der dritte ist mir fast zu teuer. Insofern geht das Ding jetzt leider an mir vorbei, aber ihr könnt jetzt richtig zuschlagen. Und das würde ich auch echt machen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, holt euch gleich zwei Kronen. Das lohnt sich ganz gewaltig. So, dann haben wir hier den Mac Burger Town Stewie.
Und im MacBurger Town Stewie ist das hier. Da haben wir einen Stewie und dann haben wir eine Restaurantkarte, die so keinen Sinn macht. Und dann kommt da hinten dieser Käse da raus. So, also damit sind wir dann auch schon mit dem MacBurger Town Stewie durch. So Leute, also wenn's, wie gesagt, haut rein, holt euch Chicken Fight, wenn ihr einen Peter habt und Fighter Karten, holt euch, das Ding ist genial. Ja, ich würde mich natürlich riesig über eure Kommentare freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und Daumen hoch wäre natürlich auch nice. Oder? Ja, wäre ganz cool. Daumen nach oben würde ich mich auch riesig freuen. Ja, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir dann gleich. Hier, wer weiß von wo. Also wenn ihr wissen wollt, wo ich das nächste Mal bin, dann ja, zappt wieder rein. Macht's gut, bis dann und tschüss.